Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lola. Schön, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich habe heute für dich ein Aufgebraucht-Video und dann sage ich euch immer wieder meine Meinung dazu. Fand ich das gut? Fand ich das schlecht? Kann ich es empfehlen? Ja, ich habe es geschafft, endlich nach 6 bis 8 Wochen endlich einmal wieder für euch ein Aufgebraucht-Video, denn das Problem ist bei mir, dass ich sehr gerne immer neu und neu teste und dann vergisst man oft, dass man noch irgendetwas noch hat, was man aufgebraucht hätte sollen. Was aber jetzt auch anders sein wird, denn wenn ich umziehe, muss ich schauen, dass ich die Sachen, die schon angefangen habe, jetzt verbrauche und die Sachen, die ich überhaupt nicht mehr verwenden werde, gibt es ein XXL Declutter, denn ich möchte wirklich schauen, die Sachen, was ich nicht mehr brauche. Vielleicht gibt es Freundinnen, Bekannte, die das nehmen möchten. Ansonsten will ich auch keinen etwas Angefangenes, erstens wegen der Hygiene und zweitens macht man das nicht, wenn man das jetzt schon ein paar Mal benutzt hat. Außer ist, was weiß ich, das ist meine Schwester oder sie kennt mich gut und weiß, kann mir da vertrauen, weil wenn irgendetwas passiert, will ich auch nicht schuld sein, wenn der sagt, hey, ich habe wegen dir jetzt einen Ausschlag bekommen. Und da kann man mich ja auch verklagen und solche Sachen. Ich habe schon vieles gehört, deswegen mache ich bei Declutter keine Verlosungen mehr. Also seid mir da nicht böse, aber ich möchte da auf Nummer sicher gehen. Erstens für meinen Schutz und für euren Schutz. Und wenn wir gerade von Schutz reden, möchte ich euch gerne einen wichtigen Tipp geben. Ja? Ich habe letztes Mal von der, ich glaube das war in der Glossy Box, die James Ready Sleep Mask Face Retinol verwendet. Ich habe leider Gottes den Stöpsel, irgendwo ist er mir runtergefallen, ich finde ihn nicht mehr. Hab den aber so hingestellt im Bad, das letzte Mal, wenn ich ihn verwendet habe, ich glaube, da war 5 Tage offen, ich habe es dann verwendet, oh Leute, mein Gesicht war rot wie eine Paprika. Ich hatte Allergie, ich hatte so wie kleine Verbrennungen im Gesicht, also wenn ich das Foto sehe, blende ich euch das gerne mal ein. Ich habe das nämlich auch fotografiert, weil ich irgendwie auch Angst gehabt habe. Ich habe sehr viel kaltes Wasser gegeben. Das hat sich dann nach einer Stunde dann wieder gebessert. Ich habe schon echt gedacht, ich muss ins Spital fahren. Also Leute, wenn ihr irgendetwas habt mit Retinol oder egal was, wenn es offen steht, nicht mehr verwenden. Scheinbar hat sich da irgendetwas gebildet. Weil das erste Mal, wie ich es verwendet habe, habe ich es gut vertragen. Und dann war das offen, wahrscheinlich haben sich da irgendwelche Gase gebildet und ja, also ich habe wirklich geglaubt, das hat gebrannt wie Chili-Paprika. Und ja, und das werde ich jetzt weghauen, weil ich möchte das nicht riskieren, dass ich dann noch einmal irgendwie einen Ausschlag habe. Ja, dann habe ich einmal verbraucht von BB diese Reinigungstücher. Ich werde sie trotzdem nicht mehr kaufen, denn die haben irgendwie so eine Flüssigkeit drinnen, die sehr, sehr... Es ist zu viel Flüssigkeit und ich hätte es mir ein bisschen trockener gewünscht. Also sie riechen gut und sie haben mir nicht gebrannt oder so. Also es war wirklich gut, aber ich weiß nicht, ob die weißen besser sind. Aber hier hat mir diese Flüssigkeit gestört. Diese Flüssigkeit war einfach viel zu dick und das mag ich nicht. Also zum Beispiel die von Balea oder von Müller zum Beispiel, die sind gut, egal welche ich da nehme. Aber die von BB haben da irgendetwas, so eine Flüssigkeit gehabt, wo das Ganze irgendwie ein bisschen für mich nicht so gepasst hat. Ja, dann habe ich einmal eine Probe, ein Waschgel bekommen von Planet Pure mit Zertifikat Lavendel. Und zwar riecht das gar nicht so stark nach Lavendel. Also täuscht euch nicht, wenn ihr mit dem Wäsche wascht, dass ihr glaubt, oh oh, Lavendel, es gibt ja viele, die kein Lavendel mögen. Ja, es war gut und ich würde es nachkaufen, obwohl ich kein Lavendel mag. Ist der aber eigentlich nicht jetzt so ein intensiver wie ein richtiger Lavendel. Es ist doch noch ein bisschen milderer für alle die, die zum Beispiel kein Lavendel mögen. Dann habe ich von Naturbox Kräftigungskur Haarschutz verwendet. Das habe ich damals im Tauschpaket von der lieben Claudia bekommen. Und ich habe, das riecht sehr gut und man merkt auch richtig, dieses Olive kommt dann sofort in die Nase. Ich habe damit aber für bis zu 3 Anwendungen, ich habe aber 2 Anwendungen gemacht, das ist auch okay. Und ob jetzt die Haare wirklich gekräftigt hat oder nicht, aber klopf, klopf, meine Haare haben sich wirklich, wirklich so positiv entwickelt nach diese 8 Monate. Also ja. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagen kann, dass man zweimal im Monat
zweimal im Jahr, sorry, würde ich diese Hair Shoot verwenden. Das ist so wie eine Kur. Und ja, würde ich auf jeden Fall noch einmal verwenden, so eine Kur, warum nicht? So, dann haben wir hier etwas von Casey. Das war eine Maske. Das ist eine Maske, die sehr, sehr viel Glow gibt. Und wenn du dann das Make-up drauf gibst nach der Maske, ergibt das einen richtigen frischen Glow. Also ich kann euch diese Maske wärmsten empfehlen, wenn ihr jetzt irgendwo hingeht. Macht zuerst die Maske und dann das. Ich habe das weggeschmissen, die Tube, weil die Tube ist ein bisschen ausgerannt und das ganze Glow hat sich dann im Innenfach vom Fach bisschen verfärbt und dann habe ich das weggeschmissen, habe jetzt nur noch das übergelassen. Ja, also ich kann es wärmsten empfehlen für alle, die Glow und so mögen, auf jeden Fall. Dann haben wir von Tinti Blueberry Vulkan, da kann man wirklich nichts sagen. Das sind wirklich die Farben immer 100% intensiv bei denen und sie riechen oft nach Lebensmittelfarben, also diese Marke. Ja, dann habe ich eine Maske von Action verwendet, die war richtig gut. Die war nicht zu viel, die war nicht zu wenig, die war richtig gut. Schade, dass die nicht mehr gibt. Hätte ich auf jeden Fall noch einmal gekauft und die Blumen und das alles. Also falls ihr so eine finden solltet, kann ich euch die wärmsten empfehlen. Das ist wirklich entspannt. Sheetmaske fürs Gesicht, anreichend. Also wirklich, sie festigt die Haut und empfindliche Reaktionen aufweist. Gut, soll man das dann entfernen. Aber das ist eine vegane Rezeptur mit Bambus-Wiesmaske. Wow, mit Pfirsichextrakt. Wow. Also die war richtig gut. Ich hätte jetzt auch gar nicht das Pfirsichextrakt rausgenommen, aber die war richtig gut. Dann kommen wir zu einer Maske, die ich momentan sehr gerne mag. Das ist von Yuti diese pinke Maske und die taugt mir so gut. Also ich würde die jede, ich kaufe die, ich habe die jetzt schon 5-mal nachgekauft. Jedes Mal, wenn ich im DM bin, kaufe ich die mir nach. Das ist Energy Elixir Tuchmaske. Das ist die pinke und die ist richtig gut. Die habe ich schon ein paar Mal auch hergeschenkt und die kostet komischerweise nur 99 Cent und die anderen kosten mehr. Aber die ist richtig gut. Dann haben wir von Lenore Golden Orchidee Weichspüler. Verwende ich jahrelang. Riecht immer gut. Und ja, Lenore Ariel und so, da kann man nie was falsch machen. Dann kommen wir wieder mal zu meiner Nivea Dry Comfort 72 Stunden. Das habe ich jetzt schon seit 10 Jahren. Und jeden Tag, wenn ich das in der Früh verwende, also brauche ich nichts mehr. Und ich bin viel unterwegs und ich auch im Sommer. Also das ist etwas, wo ich wirklich bis jetzt, wenn ich das verwendet habe, in der Früh nie nach Schweiß gerochen habe. Also deswegen kaufe ich das auch jahrelang, weil ich immer etwas gesucht habe, was wirklich für mich gut ist, wo ich nicht jede 3 oder 4 Stunden nachsprühen muss oder so. Und ich finde, diese Aluminium sind gar nicht so gut. Ich finde diese Roller viel besser. Ab und zu kaufe ich mir Limited Edition wegen der Verpackung und so. Aber die sind wirklich gut und das kostet nicht einmal 2 Euro. Dann Schaumbad von Pipa war auch sehr gut, überraschenderweise. Wir kaufen nicht immer so viel bei Pipa ein für die Kinder, aber das war richtig gut und war richtig intensiv. Ich glaube, das kostet 1,29 Euro, wenn mich es nicht täuscht. Ja, dann habe ich hier eine Seife leer gemacht von Co. Clinique Coconut Superfood. Hat mir richtig gut gefallen. Zum Schluss war noch mal so wenig, da habe ich noch meine Hände gewaschen. Eine Seife mit richtige kleine Kokosextraktstücke, so bräunliche Punkte, aber also so bräunliche Körnchen. Ja, das war richtig gut und die Haut war jetzt nicht so, dass sie gespannt hat. Weil bei manchen Seifen spannt die Haut, ne? Ja, dann haben wir dieses Hokus Pokus, das liebt der Kleine, weil das Wasser verwandelt sich dann und das ist richtig gut. Auch für die Kleinen animiert das auch viel mehr zum Baden und Spaß zu haben. Ja, und dann haben wir von Sauber verwendet, das kaufen wir immer wieder. Das ist nicht teuer und die Flasche schaut optisch gut aus. Das tut auch ja die Kinder immer animieren. Schon alleine dieser Fußballkopf. Also Sauber haben wir auch die Tücher für die Kinder fürs Klo und das ist immer gut. So, die werde ich jetzt wegschmeißen. Die schaut schon wirklich dementsprechend aus. Also die hat weder die Zähne weiß gemacht noch sonstiges. Und ja, also die kommt jetzt mal im Müll, weil die war schon ein bisschen,
der Deckel war, glaube ich, von der da nicht der richtige. Und dann hat sich das alles irgendwie so, ja, also nicht gut. Also ich würde es nicht mehr kaufen für das Geld. Dann haben wir etwas von Avon, das ist das Bubble Bath Mary Cranberry Orange. Oha, Leute, das riecht so gut. Ich habe schon so viel Positives über Avon gehört. Das war in meinem Adventskalender letztes Jahr drinnen und ja, der Adventskalender ist leider ausverkauft. Ja, ich kann aber trotzdem bei Avon Berater bestellen. Also es gibt immer wieder Avon Beraterin und diese Bubble-Dinger, diese Bubble-Schaumer, die sind richtig gut. Und bis jetzt hat jeder nur positiv drüber gesprochen. Das riecht so intensiv, wenn sich das mal mit Wasser vermischt und so. Das ist richtig, richtig. Wenn du auf intensiver Duft stehst, dann kann ich dir das wirklich wärmst empfehlen. Ja, dann habe ich etwas getestet von GM Solgen und zwar Cannabis Hanf Augenpads. Die Marke ist so gut. Diese Augenpads von der Marke sind so gut. Die ist auch der Testsieger Warentest sehr gut. Also ich kann euch diese Augenpads wärmsten empfehlen. Die sind sogar ein bisschen besser als die Yuji, obwohl ich liebe die Yuji, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, die kosten 99 und das kostet 1,25 € oder 29. Aber diese Textur, das ist so dünn und das, ja, man merkt schon den Unterschied. Also, wenn ich mich entscheiden würde, würde ich das wählen, aber die sind auch gut, da die haben nie gerissen. Die sind auch so gut wie die Balea, aber trotzdem, das ist ein Spur besser. Das Material ist da viel, viel besser. Man spürt gleich. Ich weiß nicht, wie die Masken von denen sind. Das werde ich noch testen, aber auf jeden Fall, die Augenpads sind wirklich bombastisch. Gut, wie gesagt, also das habe ich getestet. Das war sehr gut. Das ist nämlich mit Luxurosen Lift. Also das war auch sehr gut. Oft kriegt man ja nicht alle Farben von denen. Dann habe ich etwas von Müllen Hornhautsocken, die waren richtig gut. Die waren einmal auf 4 Euro, dann waren sie reduziert. Dann habe ich gesagt, komm, nimmst das mit. Also die tun die schwielen und feilen mit nur einer Anwendung. Befreit die Langhaltigen von Horn. Also die waren richtig gut. Also die Füße waren sofort nicht mehr so trocken. Die haben sich richtig gut angefühlt, nur ich hätte das Ganze ein bisschen länger noch halten sollen. Hier steht 90 Minuten, allerdings bin ich dann schlafen gegangen und habe sie dann runtergegeben. Aber wenn ich sie länger gegeben hätte, dann wäre wirklich alles weg gewesen. So, dann haben wir das jetzt noch einmal. Dann haben wir hier diese ganzen Sauber-Tabletten, dass sich das Wasser verfärbt. Das kann ich euch empfehlen. 2,55 und da hat man mindestens, wie viel hat man da Bade Tabs? Da hat man, steht denn das jetzt überhaupt drauf? Na, da steht nicht drauf, aber ich schätze mal, dass da ja 8 oder 10 waren Minimum drinnen. Gibt es in verschiedenen Farben. Das gleiche, was ich euch empfehlen kann, ist von Aveo. Das ist schon der zweite. Das ist Spielschaum zum Kneten. Das ist auch etwas, wenn man auch kleinere Kinder hat, dann können die da kneten und so. Dann können man das Waschen lernen. Also sowas ist immer super für die Kinder. Das macht auch den Kindern auch immer eine Freude im Bad. So, dann habe ich einmal den weißen Riesen genommen. Ich weiß nicht, bei mir ist der weiße Riese jetzt nicht so gut wie Lenore oder Persil. Er kostet zwar weniger, ab und zu nehme ich ihn, wenn ich ein bisschen Prozente bekomme bei weißen Riesen, aber in Wirklichkeit, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist mir das Persil und Lenore doch lieber. Aber ich meine, er ist jetzt nicht so, dass er nicht die Wäsche weiß macht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Lenore und dass der Persil ein bisschen doch besser ist. Ob mich das täuscht, weiß ich nicht, aber von meiner Erfahrung her würde ich sagen, ja. Dann haben wir Head and Shoulders, ein Conditioner war richtig gut. Also ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dass ich mit Head and Shoulders, ich habe ja das schon mal verwendet gehabt, dann habe ich ja diesen Hauswahl gehabt, dann habe ich eine Zeit lang jetzt nichts mehr verwendet. Jetzt habe ich dann Head and Shoulders verwendet und das ist dieses Klassiko, das ist null Parabene, was mir wichtig war, ne? Und das hat richtig meine Haare schön gemacht und so. Also wie gesagt, ich habe nie Head and Shoulders früher genommen, weil ich immer gedacht habe, das ist immer für die, die Schuppen haben. Aber es gibt auch die nicht Schuppen haben, ne? So,
Dann haben wir wieder mal etwas eine vom Sauber eine Waschschaum, war auch ganz okay. Allerdings beim Waschschaum ist es mehr dann diese spielende Seife. Also werde ich in Zukunft dann eher diese flüssige Seife für ihn und für mich kaufen, weil das dann immer mehr so ein Spielen war. Dann habe ich endlich einmal von Isana diese Handschuhe getestet. Die waren auch richtig gut mit Kokos- und Softpflegeextrakt. Ich glaube, die habe ich einmal bekommen im Tauschpaket. Das war, glaube ich, ein Set und ich habe gesagt, so, jetzt will ich die unbedingt mal probieren. Und schade, ich glaube, das gibt es eh nicht mehr, aber die waren super. Also ich muss sagen, die Sana-Sachen sind bis jetzt, was ich so getestet habe von euch, von Deutschland, waren die immer gut. Denk mit, Vollwaschmittel werde ich nie wieder mehr kaufen. Also die Wäsche hat noch immer gerochen nach alles Mögliche. Ja, schade, vielleicht für Sportwäsche ja, aber Denk mit ist etwas, wo man wirklich sagen kann, ja, man wascht vielleicht nicht Geschirrtücher so vielleicht, wie sagt man das, diese Tücher, die man am Tisch, Tischtücher oder so, aber solche Sachen, wo man zum Beispiel schwitzt oder Intimbereich, würde ich das nicht mehr waschen. Also vieles vom Geruch her und so war irgendwie noch da und hat mir nicht getaugt. Was mir dafür sehr viel getaugt hat, war von Action diese Maske Coconut, die war richtig gut. Und wenn die wieder in Aktion der Woche ist, würde ich mir auf jeden Fall 3 bis 4 Mal Backup sichern. Avocado muss auch noch von mir getestet werden, aber die war richtig gut. Die war nicht zu viel und nicht zu wenig. Also die war richtig gut. Dann habe ich ein Trockenshampoo leer gemacht. Oh Gott, das war so ein guter Duft. Das ist blumiger Duft. Der war so gut. Leider gibt es die oft nimmer mehr, aber also diese Richtung, es gibt ja wieder andere Limited Edition, aber der Duft war richtig rosig, blumig, also richtig gut. Viele haben mich gefragt, was ich oben habe. Die haben geglaubt, ich habe ein Parfum oben, ne? Und dann habe ich einmal Coral getestet. Das war gar nicht so schlecht, obwohl ich Coral schlecht in Erinnerung gehabt habe einmal. Aber der war zum Beispiel gut und den habe ich in Action gekauft und wenn ich den sehen würde, würde ich den noch einmal nachkaufen. Also wie gesagt, ich will machen, gut, nach 2 Monate kann das schon mal kommen, weil ich habe ja ein Kind und man wascht dann doch immer. So, dann habe ich einmal fürs Braune, das fände ich auch immer wieder gerne. Ja, also das ist auch okay, aber mir sind die Duftmittel mit lieber. So, und jetzt kommen wir zu meinem Lenore Lieblings, also der ist auch schon leer und ja, goldene Orchidee mit goldener Orchidee, das ergibt dann richtig einen guten Duft, wenn das beide dann zusammen mischt, das ist dann so eine Intensivität, also ich mag das, wenn ich Lenore mit dem Weichspüler dann zusammen, also gebe, also dass der Weichspüler unter Weichspüler und das Waschmittel zusammen, dann ergibt das noch einen mehr, also vom Duft her ist das dann noch mehr intensiver. So, das da ist etwas für Kinder, das gibt man dann so drauf und dann gibt es da so eine Maschine. Würde ich immer wieder kaufen, weil wenn man da drauf drückt, kommt da genau eine Portion und nicht mehr und nicht weniger. Und das würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Da gibt es ja auch diese Maschine. Das gibt es ja für groß und für klein. So, dann haben wir hier einmal von Elisa Jones eine Vitamin C Maske. Die habe ich jetzt einmal entsorgt. Die ist schon länger bei mir und die hat mir einfach nicht so gut getaugt. Ich habe sie schon zwar ein paar Mal verwendet, aber ich weiß nicht. Die hat mir jetzt nicht so getaugt und wie gesagt, vielleicht frage ich mal meine Freundin, ob sie die haben will, aber mir hat es jetzt nicht so gut getan. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt von meinem Declutter. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen Daumen da. Wenn ihr noch mehr Declutter, wenn ihr noch mehr aufgebraucht sehen wollt, dann werde ich mich bemühen, dass ich nächstes Mal wirklich alles in die Tonne werfe, weil oft vergesse ich ja auf. Ja, und wenn ihr auf Declutter steht, deswegen habe ich das Wort jetzt benutzt, dann schaut's vorbei. Die nächsten paar Wochen habe ich ein XXL Declutter, weil da wird einiges radikal weggehen. Wenn euch das interessiert, dann abonniert gerne meinen Kanal. Schreibt was Nettes in den Kommentaren und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, eure Lola.